Ja, hallo Freunde der Spielkultur, willkommen zurück bei dem Preview Let's Play. Preview Let's Play von Civ 6 Rise and Fall mit den Holländern. Und ich habe gestern Nacht noch eine Privatpartie abgeschlossen von 150 Zügen, weil weiter geht's leider nicht in der Preview. Jetzt bei der, Moment, 55 von 205. Warum war es bei meinem anderen Spiel 300? Ah, ich bin irritiert. Egal, machen wir weiter. Und ich habe nämlich in meiner Zweitpartie ganz viel gelernt, was ich hier nicht mehr umsetzen kann. Weil mich hat es irritiert, meine ersten beiden Partien waren ja beide im, ja, die ihr leider nicht sehen konntet, dass ich immer in eine dunkle, also in eine Dark Age gefallen bin zuerst und danach relativ gut in eine goldene Age reinkam, beziehungsweise in ein goldenes Zeitalter. Und jetzt bei der Partie, die ich mal mit den Mongolen, auch eine der neuen Fraktionen gemacht habe, privat, habe ich es geschafft bis jetzt, also bis zur Runde 150, dann war ich schon wir alle schnitzen Stein, kurz vor der Renaissance. Säulen auf oder schneiden buntes Glas, um etwas zu errichten, das viel größer ist als wir selbst. Habe ich es dann eigentlich geschafft, auch in jedes Zeitalter in einem goldenen Zeitalter zu sein. Außer das allererste habe ich es nur auf normal geschafft. Da muss man einfach noch gucken, wie man am besten hantiert, um das irgendwo, ja, vernünftig umzusetzen. Ne? Dass du halt letztendlich, wie soll man sagen, überlebst. Beziehungsweise da in ein goldenes Zeitalter zu kommen, scheint nicht so einfach zu sein. Aber irgendeine Taktik dafür wird es geben. Das ist auch diese Geschichte, was auch so ein bisschen, ja, ich sehe es halt so, dass diese Eurekas, beziehungsweise die ganzen Wissenschafts- und Inspirationsbonis für die unterschiedlichen Sachen, die man mitnehmen kann, die haben zum einen was mit der Spielweise ein bisschen zu tun, aber die lenken einen auch, nicht zu viele Fehler zu machen beim Spielen. So sehe ich das und deshalb finde ich die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber andere sagen dann, okay, das schränkt einen ein bisschen ein vom Taktischen. Mal so, mal so. Also ich kann beide Standpunkte ganz gut verstehen. So, jetzt erstmal wieder reinkommen. Trader, Bilder. Haben nämlich früh am Morgen, ich bin ja zurzeit recht produktiv. Kann mich da gar nicht beschweren. Und was wollen wir als nächstes machen? Ach ja. So wird das 9 Runden dauern, so noch 5. Dafür wird aber sowas wie die Wassermühle länger brauchen. Egal. Wir werden das nämlich jetzt so machen. Dass ich definitiv den Fokus auf Wachstum der Städte lege. Obwohl hier braucht er eh nur eine Runde, bis der fertig ist, auch wenn Produktionsfokus ist. Dann können wir es lassen für die Runde. Hilft einfach, jeder einzelne, wie soll ich sagen, Bürger bringt meistens mehr als ein Gebäude zu bauen. Habe ich einfach das Gefühl. Vor allem bekommt man Ära-Punkte, habe ich bei meinem separaten Spiel auch gesehen, wenn man die größte Stadt hat. Oder als erstes eine gewisse Bevölkerung erreicht in der Stadt. Ich glaube bei 10, 15 und 20 kriegt man auch nochmal Ära-Punkte. Und das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man das mitnimmt. Wenn man es schafft. Also mit den Mongolen habe ich eine 24er Stadt jetzt gehabt nach 150 Turns. Turns. Ja, ja, Proof. Möge das Ende mit dir sein. Aber da habe ich auch die Deutschen als Gegner gehabt und die Deutschen waren unglaublich aggressiv. Was für ein aggressives Völkchen in Civilization doch die Deutschen sein können. Die haben nämlich irgendwie 3 Stadtstaaten übernommen in der anderen Partie und haben dann angefangen, ja, mit mir die ganze Zeit, also beziehungsweise mich wegen jedem Scheiß anzupissen, ob ich einen Wald gerodet habe oder einen Stadtstaat geholfen habe oder sonst irgendwas. Plötzlich war ich der Feind für alles. So,
So, das wären 7 Runden. Brauchen wir vielleicht gerade noch einen Bauarbeiter. Unten können wir die Weizen noch erschließen. Ich habe eh, ohne Scheiß, diese Null-Religionen sind eine ganz schlimme Nummer für mich später noch. So, pushen wir weiter die Städte, damit ich jetzt meine vorherigen Versumpfungen meiner Taktik, die weiß ich nicht. Es hat mit den Holländern hier von Anfang an nicht gut geklappt. Noch zu irgendeinem vernünftigen Schluss komme. Das Verwechseln eines zufälligen und individuellen Symbols mit einem universellen. So, der große Prophet wird mir nichts bringen. Also versuchen wir den großen Scientist-Typen. Eine. Oder nehmen wir eine von den Karten. Haben wir auch nicht. Ich will eh keine neuen Siedler bauen gerade. Ich will mich komplett darauf konzentrieren, die Städte zum Wachstum zu bewegen. Und es hört sich nicht besser an, umso häufiger ich es sage, aber wird schon. So, knüppeln wir die mal weg. Dann gehen wir in Richtung von des Barbarenlager an der Seite. Hat ja auch seine Vorteile. Die Platz zu machen. Das gibt nämlich auch nochmal einen Ära-Punkt. Und wir haben noch 9 bis 23 Runden, bis die aktuelle Zeitepoche rum ist. Bau ein Wunder. Nee, lassen wir uns das mal machen. Wunder geben übrigens auch gute Ära-Punkte. Ich glaube, 3 müssten das immer sein. Nein, ich will keinen Krieg erklären. Außer der Sauhund läuft jetzt hier ins Barbarenlager rein und klaut mir den Ära-Punkt. Dann kann ich mir das noch überlegen mit dem Krieg. Reich ist nicht, wer vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. So, danke, dass du mir das Ding überlässt. Und witzigerweise bekomme ich dafür keinen Ära-Punkt. Doch. Plus 2 Ära-Score. Das ganze Spiel läuft übrigens auch gerade ein bisschen schnell ab, weil für meine Partie habe ich, Quick Movement angemacht. Lass ich auch mal drin. Das spart halt schon Zeit. Kämpfe werden in der normalen Geschwindigkeit weitergeführt. Aber dieses langsame Latschen durch das Land muss nicht mehr sein. So, schnelles Bewegen der Seeeinheiten jetzt gerade nicht. Eine Wand zu bauen. 2 Seeressourcen erschließen. Na komm, machen wir erst die Mathematik. Kann sich da mal hinstellen. Ja, ich weiß, wir sind super Freunde. Und ich sage auch gerne, dass wir weiterhin ganz tolle Freunde bleiben. Nö. Brauche ich gerade nicht. Yes, I'm a friend.
dass sie mich alle so mögen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Da oben scheint noch ein Barbarenlager zu sein. So, weiter nettes Schiffchen. Die KI sieht jetzt hier aber auch echt scheiße. So, wir sind der allererste starke Verbündete für den Stadtstaat. Trainiert ein Schwertkrieger. Nein. Weil kein Eisen. Da oben wäre eine Eisenressource. Also muss ich die Karte für... dass wir im Moment keine Siedler produzieren müssen, nachher wieder rausnehmen, damit ich das erschließen kann. Der würde plus 3 hier bekommen, wegen den angrenzenden Wald, den angrenzenden Distrikt und den Government Plaza, was ich weiter ausnötte bauen können, weil das Government Plaza gibt nämlich wirklich für jeden Distrikt, der dran gebaut wird, plus 1. Das habe ich am Anfang nicht richtig wiedergegeben, beziehungsweise nicht richtig verstanden. Aber den Platz benutze ich dann später für was anderes. Und hier werden wir erstmal den Distrikt für, also den Heiligen Distrikt bauen. Den Tempelbezirk. Mir fällt gerade die deutsche Bezeichnung nicht ein davon. Da, wo die aktuelle Religion gehuldigt wird. Welcher es auch immer gerade sein wird. Wer sich keine Zeit für Erholung nimmt, wird sich früher oder später Zeit für Krankheit nehmen müssen. Verdammt! Diese Karte ist meine Lebensgeschichte. Ja, reduzier mal die Kosten. Wir produzieren gerade eh keine Truppen. Die 2 Gold pro Trade Route können wir auch wegnehmen. Setzen wir erstmal wieder die Karte für die Produktion von wenigstens einem Glaube pro Runde. So, und ihr könnt hier anfangen, den Scout zu verprügeln. Tja, und weil ich dich leider falsch bewegt habe, steht er jetzt so bescheuert da in der Ecke drin. Schöne Villages covered und einen neuen Kontinent gefunden. Runden für eine Pyramide ist natürlich eine ganze Menge. Mathematik gibt es kein Handeln.
Ich will aber die Pyramiden die ganze haben. Umgebung ist Mathematik. Alles besteht aus Zahlen. Ja, Mathematik ist die einzig wahre Wissenschaft. Aber Mathematik lügt dich nicht an. Jetzt müsste ich mich nur noch erinnern, welcher Professor an meiner Universität das damals gesagt hat. Wahrscheinlich der Theologieprofessor. So, ihr erholt euch. Bogenschütze kann weiter an die Front ziehen, genauso wie du. Da sind ja nur einfache Barbaren. Das werden die ja wohl hinbekommen. So, hier haben wir gleich den Campus fertig, den Forschungsdistrikt. Und hier können wir die Essensproduktion um 1 erhöhen. Wird direkt die Wachstumsrate gesteigert, weil die auf die Ressource lieber zugreifen. Und wir bekommen den Boost für, ich glaube, Kompass. Moderne Schiffsfahrt oder sonst irgendwas heißt das zu Deutsch dann. Und nächstes Mal haben wir ein goldenes Zeitalter. 26 Punkte erreicht. Sind noch nicht mal in der Situation, dass das goldene Zeitalter kommt. Na komm, du darfst wieder alleine umhertuckern. Ich überlege gerade, es gibt noch 2 Zivilisationen, die ich finden könnte. Wem wir dann noch begegnen werden. So, Commercial Hub oder Entertainment? Nichts von beiden. Baut mal das Monument. Dann pushen wir ein bisschen die Kultur. Ich habe nämlich hier wirklich ein paar Fehler gemacht. Den hat schnell die Faust erwischt. Ich hätte wirklich am Anfang Kultur und Religion erstmal für die Grundreligion. Weil ohne Religion wird das halt einfach nichts hier. Mir fehlt der Wachstumsboost. Obwohl dir gar nicht so wichtig ist, ich hätte wahrscheinlich das genommen, dass du 1% Produktion bekommst pro Bürger der Religion. Also jeder Bürger, der in die Stadt hast, bringt 1% mehr Produktion auf die Stadt. Das finde ich ganz gut. Vor allem, wenn du später riesige, also große Städte hast, wie die 20er, 22er Stadt, die ich dann hatte, sind das 22% mehr Produktion, allein weil die Religion hat die richtige. Die einzig wahre, nämlich meine. So, sei Ziel eines erklärten Kriegs, aber da wird wahrscheinlich jetzt keiner kommen und mir sagen, übrigens, wir wollen nicht mal eben töten. Ah, Toronto, die geben mir Produktion plus 2 in meiner Hauptstadt. Das nehme ich gerne mit. Und jetzt finde ich die mir Glauben geben würden. Und die wollen von mir, dass ich einen Theaterbezirk baue. Oh. Dieses automatische Wechseln der Einheiten. Da bin ich manchmal zu schnell für. Man kann es auch ausschalten. Aber ich vergesse es immer wieder, es mal auch zu machen.
sie schaffen es, die Speerkämpfer zu töten. ...165 wäre der Trader und 215 der Handwerker. So, ab rein da. Pyramiden, 7 Runden. Und dafür bekomme ich, wenn mich recht entsinne, 2 Handwerker plus, dass die eine weitere Aktion haben. Also ich kann mit denen 4 Gebäude hochziehen, war es, glaube ich, anstatt 3. Und ja, ihr Kackbarbaren-Bogenschützen, ihr geht mir auf die Nerven da hinten. So, endlich können wir unsere eigene Religion gründen. Das wird sich jetzt nur noch lohnen für die Pyramiden, die 15%. Danach wäre nämlich vorbei. Plus 1 für Camps von Futter. Ein mehr Futter von, beziehungsweise Nahrung von Wein, Weihrauch, Kakao, Tabak, Oliven. Ich glaube, ich habe nur Tee in der Nähe meiner Städte. Plus 1 Produktion von Minen über strategischen Ressourcen. Na komm, machen wir, dass die Städte schneller wachsen. Religion der Fruchtbarkeit. Theoretisch tötet meiner beide. Praktisch überleben beide mit, oh, Mikro-HP. 2 HP. Wird hier nicht viel mehr sein. Kotzt die Wand an. Oh, danke KI. Weil da wäre ich so nett, den anderen anzugreifen. Sollte das Lager leer stehen. Wenn ich doch nur eine saubere Spezifikation hätte, ne? Und das andere Gute wäre ein paar Berge. Für ein paar Produktionspunkte.
Ist da doch noch hier einer drin? So, tut mir leid, mit euch da oben kann ich nicht handeln. Dann bekomme ich nämlich leider eure Religion ab und ich will eure Religion nicht haben. Organismen sehen CO2 nicht als Gift. Pflanzen und Organismen, die Schalen bilden und Korallen, sehen es als Baumaterial. Great Barrier Reef, das ist doch das, was vor Australien ist und auch schon gefährdet ist. Eins von der UNICEF als Weltwunder irgendwas eingestuftes Riff, oder? Ich glaube, ich habe darüber meine Dokumentation gesehen. Muss den Speerkämpfer retten. Also ich muss nicht, aber ich will. Ja, er findet es super, dass ich die Barbaren getötet habe. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Aber warum war ich am Anfang nur so dumm? Den lassen wir drin. Obwohl ich nicht 100% sicher bin gerade, was Domestic Roots sind. Ach komm, drauf geschissen. Scientist rein, City Defense Strength, nein. Den plus ein Glauben. Brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Holen wir uns den Bonus, um die Handwerker zu bauen. Baut 6 Farmen, um den Feudalismus freizuschalten. Beziehungsweise den Eureka-Wert daraus zu holen. Und wir können unseren Gouverneur wieder verbessern. Wenn ich sie da nicht baue, wird keine Population der Stadt mehr genommen. Die kommen einfach aus dem Nichts. Aber den Bonus nehme ich mal mit rein für ihn. Wir brauchen ja definitiv noch einen Siedler, um hier oben das Eisen zu holen. Die wahre Intention, warum ich die Barbaren hier oben ausräume. Ausräucher. Von der Höhe dieser Pyramiden schauen 40 Jahrhunderte auf uns herab. Dass sie dafür eigentlich keinen Namen genommen haben einer bekannten Pyramide, wie die Cheops-Pyramide und so weiter. Und witzig ist auch die Darstellung, finde ich, der Pyramide hier, dass die noch diesen Goldsockel hat. Man geht ja bei der einen oder anderen Pyramide wirklich davon aus, dass ein komplett vergoldeter Sockel auf der drauf stand. Was aber dann auch des Diebstahls zum Opfer gefallen ist. Also nicht der gesamte Sockel, aber es wurde dann abgeschabt. Weil man hat ja nicht permanent eine Wache davor stehen. Aber egal wie groß die Zivilisation war, sind eigentlich die Ägypter oder die Römer oder sonst irgendwas, die eigentlich schon immer gesagt haben, okay, wir sind auf dem Höhepunkt unserer intellektuellen oder sagen wir eher philosophischen Entwicklung,
Und am Ende des Tages sind sie dann doch weg, ne? War es doch nicht so, so gut, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt eine Sache, die für immer überdauert. Wie es irgend so ein komischer Führer irgendwann auch mal gesagt hat. Hat er nicht gesagt. Er hat nicht Führer und dauert über alle Zeit in einem Satz gesagt. Alles gut. Ach, da kann man nämlich 3 Punkte bekommen für das Aufbauen der Pyramiden. Und ich habe gerade übrigens auch gesehen, ich habe gar keine 2 Handwerker bekommen. Der Effekt der Pyramide ist wirklich nur noch, dass man... Naja, jetzt lass mich nicht lügen. Wo ist denn die Gebäudeübersicht der Stadt hingewandert? Da. Zum einen bekomme ich die Kulturpunkte und zum anderen halt einen weiteren... weitere Aktion für den Handwerker. Für neu produzierte Handwerker, wie der hier, der hatte jetzt halt 4. Oder habe ich den dadurch jetzt bekommen? Oder ich habe nur 1 Handwerker bekommen. Scheiße, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich will meinen Kaffee auch wieder nur am Angucken, anstatt ihn zu trinken. Jetzt bekomme ich den großen General, der Barbaren-Units übernehmen kann. Jetzt habe ich das letzte Barbarenlager ausgelöscht. Was in der Nähe war. Können wir da auch so stehen lassen. Das war ich einspare bei der Produktion. Taktik bedeutet, mit dem, was du hast, das ist nämlich zu wenig. Dum, 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 dum. Ich weiß, für einen Eureka brauche ich die Welle. Meine Güte. So, du gehst mal hier runter und baust da unten bitte eine Mine. Jetzt werden wir ordentlich pushen, dass die Stadt hier wächst. Tja, aber wie das Österreichische Reich dann weiter wächst, sehen wir dann leider erst beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Civilization 6 Rise and Fall mit den Holländern. Bis dahin, tschöle, euer Imperator. Like nicht vergessen.